So, dann gucken wir doch mal in dem Örtchen, was da los ist. Sammle Ektoplasma. Und töte... Erbeute... Nö, töte und suche nach einem Tagebucheintrag. Ja, hier haben wir jetzt nicht ganz so gründlich geguckt, glaube ich. Obwohl... Meine, hier hätten wir sogar... in jedes Haus geguckt, aber das hatte so eine komische Schleife und ich war mir nicht sicher, ob ich schon überall war. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass manche Sachen erst aufploppen, wenn man die Quest hat. Oder auch nicht. Ich meine, manchmal muss ich ja nur ins Dorf laufen, dann checkt er ab, ob ich schon gelesen habe und dann gilt schon als erledigt. Ich muss es dann nicht nochmal anklicken. Das finde ich zumindest schon mal sehr angenehm. Das ist ein Truthahn. Ich dachte gerade, was hockt da noch mit dem Viech dabei? Den lasse ich mal stehen. Die sind aber halt einfacher als die anderen Gespenster da am Wasser, weil die hatten ja die böse Aura da. Diese Frostaura oder was das war. Hä? Leckt das hier? Ja, genau, die Wölfe gibt es ja hier auch noch. Ja, da oben. Das ist doch ein Special, oder? Wie der itzelt, bitzelt. Kommt man da hoch oder muss man... Da muss man nicht hochklettern, ne? Oder gibt es da einen Weg? Oh, den gucken wir uns doch gleich mal an. Na, da gibt es auch einen Weg hoch. Erster Offizier Klaus. Den haben wir doch schon mal umgehauen, aber der war im Haus, oder? Oder war der hier? Strudel. Hey. Und da schied er dahin. Ja, da war auch nur eine Lederhose dabei. Nur immer so Casterzeug. Oder schweres. Also haben wir jetzt aber nicht der richtige, ne? Da liegt ein Zettel, aber den haben wir schon gelesen. Es fehlt uns auch hier noch ein Eintrag, ne? Der erste. Und hier steht was von Klaus. Wir brachten Klaus Körper zurück ins Dorf. Er verschwand nicht sofort, also waren wir vermutlich zu weit von der Insel entfernt, damit der Zauber wirken konnte. Genau, und das war gerade der Klaus, den wir da umgehupt haben. Und der war Opfer, also der wurde für dieses Ritual verwendet. Er hier. Aber wir brauchen noch einen anderen Eintrag. Hm, bloß wo finden wir den? Hier waren wir ja überall. In der Kirche waren wir auch.
Oha. Die behalte ich. Meine Muskete. Muskete habe ich noch überhaupt nicht benutzt. Und ich habe ja ganz viel Munition, haben wir gesehen. Könnte ich mal verballern. Suche nach einem Tagebucheintrag. Ja, ja, bring alles mit. Wir equippen mal die Muskete. Hm? Testen die mal. Geschick Konstitution ist auch cool. Der Bogen hat 266. 280. Nice. Ja, aber bitte hier. So. Und. Ja, okay, sind zwar Eisendinger, aber das ist ja nicht so wild. Wir gucken mal. Kann man damit ja auch so zielen wie mit dem Bogen? Nee, das ist ein bisschen anders. Da ballert man einfach nur. Ne, wir gucken einfach. Okay, jetzt. Da sind wir hochgekommen, glaube ich. Also, wir haben halt die Abkürzung genommen über den Felsen, aber ja, deswegen gucken wir jetzt mal erstmal. Oh je, da lädt man ja ewig nach. Oh Gott. Dass wir XP kriegen für die Muskete. Hab natürlich auch jetzt nicht eine wirklich gute Munition. Eisen. Da hinten liegt was, aber das leuchtet nicht. Das kann man nicht lesen. Ist da? Das haben wir schon gelesen. Gunnars Brief. Ja, das ist der zweite. Es fehlt uns halt noch der erste. Das liegt ja irgendwo hier. Haben wir da hinten schon? Ja, das ist der Weg, wo es hierher geht, ne? Und da oben ist ja Sackgasse. Ich habe jetzt keine Lust mehr zum Kämpfen. Ah, da liegt was. Da liegt was. Ahaha. Der eine läuft weg. Natürlich fies, wenn es vom Kerzenschein überleuchtet wird. Bosuns Notiz.
Der Kapitän hat irgendein Buch gefunden, als wir zuletzt an Land waren. Er glaubte daran, dass es die Antworten enthielte, die wir brauchten, um diese verfluchte Insel zu verlassen. Der Ebenholzfalke ist ein gutes Schiff und viele glauben, dass er die Reise überstehen würde. Trotz den Geschichten über den unglückseligen Rachefeldzug glaubte ein Großteil der Crew, dass es das wert sein würde. Nachdem er Stunden mit dem Buch in seiner Kajüte verbracht hatte, stürmte er schließlich ganz aufgeregt aufs Deck. Er behauptete, eine Art Ritual gefunden zu haben, das uns eine sichere Fahrt ermöglichen würde. Er bestand darauf, dass wir den Mahlstrom nicht zu fürchten brauchten, aber auch, dass es irgendein Opfer erfordere. Auf Nachfragen wurde er still und zog sich in seine Kajüte zurück. Tja, das ist natürlich immer doof, wenn man sich da entscheiden soll. Wen ist jetzt erwischt? Und jetzt soll ich Medaillons noch von den Matrosen sammeln. Ach komm, jetzt push mal den. Beute von Ebenholzwolf. Die haben die Medaillons der Matrosen. Okay. So, wir haben alles. Jetzt vernichte euer ersten Offizier Klaus. Okay. Oh. Ich könnte auch von diesem billigen Essen mal was wegschmeißen eigentlich. Was ich eh nie nutzen werde. Weil das bloß irgendwo gedroppt ist. Jo. Ich brauche auch den Klaus. Könnten wir da bitte zusammen draufhauen? Rumseler. Nee, das war ja nicht sehr rühmlich. Ja, der ist nicht geheilt oder ist der resettet? Der war gerade wieder gesund. Jetzt bin ich wieder überladen, wenn ich das hier nehme. Wir gucken mal, ob sie gut sind. Da kann ich ja dissen. Ah, Intelligenz und Konzentration. Super. Zornige Erdkreaturenschutz. So, immer noch überladen? Nein, wir schaffen's. Und wenn wir Glück haben, ist die Stunde auch um und dann können wir nämlich nach Hause porten. Aber eigentlich müsste ich jetzt erstmal in einen ganz anderen Ort porten, um mein Gepäck freizukriegen. Warte mal. Wir gucken mal, wo wir am meisten Platz vielleicht frei haben. Und dann ist auch die Reise nicht mehr ganz so teuer. Eigentlich hätten wir die Quest hier oben noch annehmen sollen, oder? Hier gibt es nämlich eine Quest. Und wenn wir eh schon da sind... Ja, komm, dann machen wir das doch gleich. Müssen wir da nicht nochmal hinporten. Was haben wir denn da noch? Entschuldige, aber hast du zufällig Wächter Fayette vom Strand zurückkehren sehen? Er ist schon lange weg. Ich mache mir langsam Sorgen. Soll ich mal nach ihm sehen? Oh nein, wir haben keine Zeit für persönliche Angelegenheiten. In Windkreis mangelt es an Nahrung, Kleidung und Metallen. Ich kann nicht alle Probleme lösen, aber für Kleidung habe ich eine Idee. Kann ich irgendwie behilflich sein? Kannst du. Zwei Dörfer in Erstes Licht waren früher berühmt für ihre Weber. Kempels Rastplatz und Klarwasserbiegung. Solltest du mal dort sein, sieh dich doch bitte nach Fäden oder Stoffen um, die wir gebrauchen könnten. Und wieso konnte ich jetzt die Quest nicht annehmen? Aber hast du zuvor? Nein, wie kannst du? Zwei Dörfer in Erstes Kann ich machen. Ich frage mich gerade, Kempels Rastplatz und Klarwasserbiegung. Warum ich das nicht schon vorher bekommen habe. Aber ich glaube deswegen, weil wir hatten eine Quest, die hieß, geh doch mal bitte da zu dem Tavernenwirt. Und eigentlich war es wahrscheinlich angedacht, dass man dann wieder zurückkommt und dann kriegt man diese Quest.
Und dann geht's weiter. Aber irgendwie ein bisschen blöd organisiert. Ich. So. Da irgendwie. Nee, auf der Seite kommen wir nicht durch. Da. Ich glaube, für ihn sollten wir da runter. Was für ein Riesenhaufen Essen. Du hast alles von der Liste dabei. Was ist dir lieber? Gutes Essen oder eine reiche Belohnung? Du hast beides redlich verdient. So viel ist sicher. Ich krieg hier einen dicken Koffer, da wird schon irgendwas drin sein. Weißt du, was du bist? Ein gastronomischer Kreuzritter! Ein rechtschaffender Kämpfer für gutes Essen! Danke, danke, danke. Du bist wirklich eine Inspiration. Endlich kann ich mich auf jemanden verlassen! Ach, willst du mir etwa Honig ums Maul schmieren? Bart habe ich keinen. Vermutlich, aber das heißt nicht, dass ich lüge. Du bist wirklich mein Lieblingsmensch. Nun können wir nicht nur Gewürze probieren, sondern auch auf gute, altmodische Art Rache nehmen. Rache? Was bedeutet das? Es gibt eine Lieferung mit getrockneten Kräutern und Gewürzen. Aber die Karawane wurde von verlorenen Piraten aus Freibeuterfall überfallen. Könntest du die Karawane rächen und die Waren bergen? Das wird lecker. Komm schon. Okay, das heißt aber auch, dass wir in Windfall, in Windkreis, noch lange nicht fertig sind, wenn es hier so weitergeht. Hm? Wo müsste ich denn dafür hin? Okay, hier runter. Und die beiden. Da hinten gibt es noch was bei unserem Angler abzugeben. Ah, das könnten wir ja machen. Wobei, hier kriegen wir nette Items, ne, hier unten. Was machen wir? Ja, komm, wir machen mal hier, weil dann kommen wir wenigstens in der Main Story auch mal wieder ein bisschen weiter. Sieh an, wer zurück ist. Offenbar meinst du deine Worte ernst. Noch kannst du deine Meinung ändern. Du weißt schon, dich vor unsagbarem Leid bewahren. Auf keinen Fall. Ich stehe das bis zum bitteren Ende durch. Ich befürchtete schon, dass du das sagen würdest. Ich hätte bis zum Ende der Welt in wohliger Ignoranz leben können. Verdammt, verdammt, verdammt! Hoffnung ist ein wirklich widerliches Biest. Oh ja. Sie taucht immer wieder auf. Genau wie du. Okay, bist du bereit, deinen Ruhestand nochmal aufzugeben? Weißt du, was Kaiser Marcus Aurelius mal sagte? Der Tod lächelt uns alle an. Das Einzige, was man machen kann, ist zurücklächeln. Ja, ich glaube, ich bin endlich bereit, wieder zu lächeln. Na dann, auf geht's. Ein Seelenwächter zu werden, ist nicht dasselbe wie einer Bruderschaft oder dem Militär beizutreten. Seelenwächter kämpfen nicht mit ihrer Kraft oder ihrer Schlauheit. Sie kämpfen mit ihrer Seele. Was ist aus den anderen Seelenwächtern geworden? Die Verzweiflung raffte sie dahin. Es gab einen großen Krieg, den wir verloren. Wir flohen, aber ich entkam als einziger dem Schicksal. Vergib mir. Das ist nun 500 Jahre her, aber es fühlt sich trotzdem wie gestern an. Okay, dann erzähl mal, wie das funktioniert. Wie wird man dann so ein Seelenwächter? Du benötigst einen Stab, um die Macht deiner Seele zu fokussieren. Einen Azoth-Stab. Der uralten Traditionen nach musst du ihn selbst schmieden, an deine Seele anpassen und so weiter. Alles hat seinen hohen symbolischen Wert. Und wo schmiede ich diesen Stab? Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich denke, dass du zuerst bestimmte Komponenten benötigst. Bei der Flucht ließen wir unsere Schätze in einer Höhle an der Küste im Nordosten zurück. Vielleicht
Findest du dort noch einen alten Griff? Jo, das weiß er noch, hä? Sowas weiß er dann noch. Die erste Komponente. Okay, begib dich in die Verräterfeste, um das Heft für deinen Azoth-Stab zu erringen. Ach da! Das ist ja da... da in der Heimat fast, ne? Ja, ich habe vorher noch ein paar andere Dinge zu erledigen. Da, da und da. Hm? Mach nicht so einen Lärm. Da fallen mich die Viecher wieder an. Da liegt was. Ungelesen. Jetzt ist mal Bescheid. Schießt der da durch die Wand? Ich habe jetzt Fragen. Ich muss dieses Buch finden. Ich habe so viele Fragen. Hat sich die Tanzseuche wirklich ereignet? Und wenn ja, was hat sie ausgelöst? Massenhysterie? Das Gift des Mutterkorns? Eine tatsächliche übernatürliche Wesenheit? Was hatte ich im Wald miterlebt? Waren sie kontrollierte Fälle der überlebenden Seuche oder nur weitere von alten Geschichten befeuerte Hysterie? Aus irgendeinem Grund muss ich an eine bestimmte Ameisengattung denken, die oft einer noch bestimmteren Pilzgattung zum Opfer fällt. Die Sporen verhexen den Verstand der Ameise und bringen ihren Körper unter die Kontrolle der unsäglichen Beweggründe des Pilzes. Ich muss dieses Buch finden. Und wir wissen ja, wie es geendet hat. Naja. Er ist auch dieser Seuche verfallen. Aber wen wundert's? Hängebauchschwein! Ist ja nett, dass ein Tier... mal nicht einfach nur nach dem Ort benannt ist, wo es existiert, sondern einen eigenen Namen hat. So. Hier sollen wir irgendwas... Was sollen wir da überhaupt? Sammle hochwertiges Garn. Denen hier. Nicht anders. Ich muss ab und zu auch mal wieder was mitnehmen. Sonst wird der Frust zu hoch. Sag mal, die unterbrechen aber auch ständig, ja? Nicht im Busch. Ja, da unten tummelt sich ja auch ein. Ah, ja, da sind wir mal hochgekommen und da habe ich noch gedacht, dass da so viel in der Schlucht rumliegt. Für was ist die Muskete eigentlich gut? Irgendwie finde ich sie ein bisschen... Kann ja echt nur pullen. Oder kommen nachher noch gute Sachen dazu vielleicht? So mehr so... Na, wir haben schon alles. Sowas wie... dass man auch zuschlagen kann, vielleicht so mit dem Kolben oder so. So Nahkampfsachen. Das wäre cool.
So, finde ich das auch bei denen selber? Nein. Hochwertiges Garn. Finde ich das in den Kisten? Ja. Also Kisten, habe ich das schon gelesen? Eigentlich ja. So, dann hätten wir das. Und jetzt müssen wir da hoch. Am besten den Weg entlang, ha? So, begib dich in die Vredereste, um das Heft zu finden. Okay, das war jetzt wieder so ein Quickie, weil man nur irgendwas untersuchen musste, ne? Ja, was war das jetzt für eine Quest? Nö. Hier, ich soll doch was sammeln, aber es ist rausgeflogen aus dem, aus der Übersicht. Deswegen. Warte, ja, gucken wir mal. Was brauchen wir denn? Die Quests will ich haben. Die nicht, die nicht. Das könnten wir eigentlich erstmal abheften. Das auch. Dann können wir nämlich das wieder anheften. Und tun das auch wieder. So. Also, was müssen wir hier machen? 7 gestohlene Gewürze und Piraten besiegen. Das heißt, wir brauchen Kisten und Gegner. Nee, da war nichts drin. Ich doch woanders. Sammle und besiege. Ja, mal gucken. Aber die haben auch nichts dabei. Also vielleicht einen dem anderen. Ja, wir müssen ja zu beiden, zu diesem Ort und zu dem anderen. Wenn man sie braucht, sind es nur ganz wenige. Da blinkert doch was. Zum Lesen? Oh nein, das sind die Gewürze. Okay. Ein Sack Safran. Alles klar. Dann wissen wir ja nach, was wir gucken müssen. Da ist auch einer. Schön, dass man das so durch die Ritzen sehen kann. Aber da erinnere ich mich dran. Das habe ich in der Beta gespielt, diese Quest mit den Gewürzen, meine ich. Was ich nett finde, ist, dass da auch alle Farben sind, ne? Rot, Orange, Grün. Also nicht nur so Standard, ja, wir machen jetzt halt mal, wir haben jetzt das einmal kreiert und das kommt jetzt überall hin. So, jetzt werde ich aber erstmal porten. Also meinen Cooldown benutzen und mir meine blauen Sachen holen.
Und dann können wir ja da hochporten. So, einer ist gleich da drüben. Aha, ein großer Moment. Das hast du gut gemacht. Sehr gut. Wir werden dieses Ektoplasma über den Barrieren von Albert Riches verteilen. Unsere Siedlung wird vor der Verderbnis sicher sein. Na, wenn du meinst, ich habe jetzt schon so viel besorgt, was man über die Mauern und in die Mauern reinbauen kann, mit nichts passieren kann. Würde mich interessieren, ob es was gebracht hat. Dies ist ein großer Tag für Erstes Licht. Und das verdanken wir dir und Tavernenbetreiber Rost. Ja, Tavernentreiber Rost verdient das Lob. Ah, Mut und Bescheidenheit. Nett, dass du das sagst. Gunther wäre von den Ergebnissen seiner Nachforschungen sicherlich überrascht. Das stimmt. Ohne ihn wäre nichts von alledem passiert. Soll ich ihm das ausrichten? Ja, unser Tavernenbetreiber respektiert dich sehr. Es würde ihn sehr freuen. Und natürlich gehen die Getränke auf mich. Oh, vielen Dank. Na, dann werde ich mal bei dem vorbeischauen. Wo ist er denn? Ich komme immer in diesen Orten überhaupt nicht zurecht. Na, gleich da vorne. Obwohl sie ja so winzig sind. Schön, dich wiederzusehen. Ich habe gerade über mein Braurezept nachgedacht. So eine Enttäuschung. Hast du immer noch keine Lösung gefunden? Es hat bei der Abwehr der Verderbnis geholfen, wirklich. Echt? Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Wir haben doch nur gegrübelt, was für Zutaten... wie wir die Zutaten verändern können oder irgend sowas. Oh, ich sehe gerade, wir kriegen gleich Level ab. Das ist wieder irgendwie mir durch die Lappen gegangen, weil die Quests sind jetzt wirklich nicht sehr anschaulich formuliert. Wirklich? Erzähl mir nichts. Ernsthaft? Also habe ich geholfen, nicht wahr? Mhm. Du und ich. Wir beide haben die Siedlung gerettet. Wie Helden. Ja, das gefällt mir. Na, wenn er sich freut. Und Level 29. So, dann haben wir da oben noch was. Bei der Bürgermeisterin. Du siehst blass aus. Es wäre ulkig, wenn du einen echten Geist gesehen hättest. Oder nicht ulkig. Ich habe mehrere Geister gesehen. Hast du herausgefunden, was damals passiert ist? Diese Seiten hier erzählen die Geschichte. Das ist noch schlimmer, als ich vermutete. In ihrer Verzweiflung können Menschen zu Unvorstellbarem fähig sein. Es tut mir leid, dass die Wahrheit so ans Licht kommt. Aber sie hatte doch jetzt nichts damit zu tun, oder? Wir bekommen aber ein schickes Hemd. Gefällt mir gut. Das ist das, was sie anhat. Guckt mal. Trotz der grässlichen Dinge, die wir erfahren haben, müssen wir alles genau untersuchen, was ans Licht kommt. Das finde ich auch. Und vor allem Magistratin Bond. Die findet das auch, oder? Jawohl. Die Wahrheit vor anderen und mir selbst zu verbergen, war ein Fehler. So niederschmetternd es sein mag, sie muss wissen, was passiert ist. Ich könnte ihr das ja sagen. Ja, ich denke, das ist weise. Sie vertraut dir. Ich auch. Zeig ihr die Dokumente und sorge dafür, dass sie erkennt, dass es vorbei ist. Dass sie erkennt, dass es vorbei ist und hier steht, und mache ihr klar, dass Zurückhaltung geboten ist.
Das heißt ja was komplett anderes, ne? Danke, dass du für mich, Magistratin Bond, die Nachricht überbringst. Ich hab sie nur nicht überbracht. Ich bin froh, dass sie wenigstens dir noch vertraut. Okay, das Synchronisierte ist so richtig gewesen, überbringst. Und hier steht, überbracht hast. Ja, ich geh mal hin. Mal gucken, was sie sagt. Vielleicht will sie jetzt dann doch nicht mehr weg. Oder ist nicht mehr ganz so negativ ihr gegenüber eingestellt. Endlich! Ich nehme an, du hast mit Aufseherin Oaks gesprochen. Sag, was hast du erfahren? Vielleicht solltest du das hier lesen. Ach, wirklich? Mal sehen. Oh mein Gott, das ist ungeheuerlich. Wie konnte er... Das bedeutet wohl, dass Oaks tatsächlich gute Absichten hatte. Also schön, unser Fluchtplan bereitete mir sowieso ganz schöne Bauchschmerzen. Das heißt, jetzt muss sie nicht mehr flüchten. Nun gut. Bedeutet das, dass wir hier jetzt tatsächlich komplett fertig sind? Oh, nice. Wir haben hier das Gebiet abgeschlossen. Im Gegensatz zu hier. Wo müssen wir denn jetzt noch überall hin? Also auf alle Fälle müssen wir hier noch was abgeben, zwei Sachen. Dann porten wir jetzt erstmal hier hoch. Da bist du ja. Noch keine Spur von Wächter verirrt. Aber du bist wieder zurück. Hast du Fäden und Textilien gefunden? Fantastisch. Damit wäre zumindest eines unserer Nachschubprobleme gelöst. Eines, das heißt, du hast noch eins. Oder vorerst nicht. Vorerst müssen wir noch die andere Quest abgeben wahrscheinlich. da ploppt er auf. Das hatte ich jetzt auch noch nicht. Ach, sehr schön. Ja, ich kann das Gewürz schon von hier aus riechen. Das passt ausgezeichnet zum Fisch. Sollen die verderbten Windkreis doch belagern. Wir können hier trotzdem speisen wie die Könige. Nee, die Frage ist nur, wie lange? Besprechen wir noch ein paar kühne Unternehmungen, während das Essen köchelt. Die verlorenen Piraten, die Karawane überfielen, plagen Windkreis schon lange. Ich finde, es ist Zeit, ihnen eine Lektion zu erteilen. Und wie soll die aussehen? Ich würde sagen, wir jagen die Mistkerle in die Luft. Und nicht nur das. Wir sollten es ihnen mit gleicher Münze heimzahlen. Sie haben ein paar hübsche Schusswaffen, die wir bestimmt gut für unsere Waffenkammer gebrauchen könnten. Okay, ich bin dabei. Ausgezeichnet! Die Piratenfestung liegt östlich von hier und der erste Offizier Mischer leitet sie. Bezwinge die Piraten, nimm alle Musketenteile und sämtliche Munition mit und zerstöre so viel wie möglich. Schalte auch Mischer selbst aus. Okay, das war bestimmt, ist bestimmt irgendwas, wo ich schon mal war. Während ich mit den Bodenproben herumexperimentiere, könntest du etwas für mich erledigen. Sei gewarnt, die Aufgabe ist dreckig und richtig abstoßend. Level 27, aber viel Crafting. Ja, ist ja bei mir auch. Ziemlich, also gerade am Anfang ging es ziemlich durch Crafting. Mehr hoch. Ach, er war das mit diesen Bodenproben. Und da hatten wir ja dann irgendwie gesagt, ja, vielleicht sollte er nicht Gemeinsamkeiten untersuchen, sondern Unterschiede. Und er dann so, oh, Unterschiede? Da muss ich drüber nachdenken. Und jetzt kommt er. Jetzt hat er eine Idee. Okay, was brauchst du? Das Haplas-Gehöft fiel kürzlich der Verderbnis anheim. Sie kam wohl von Westen. Die Verderbten dort sollen mit irgendeinem Schlamm bedeckt sein. Besorge mir die Proben, dann werden wir ja sehen, was wir herausfinden. Okay.
Wohlan, dann zeig mal, wie gut du jagen kannst. Könntest du dich um eine Sache kümmern, die mich etwas argwöhnisch macht? Wie? Erinnerst du dich an den Bären, den ich erwähnte? Er hat kürzlich einige im Dorf getötet. Das ist ein Tod, von dem keiner zurückkehrt. Ich dachte, das geht mich nichts an, aber jetzt bin ich unsicher. Soll ich den Bären zur Strecke bringen? Genau. Wobei du vielleicht ein paar Freunde mitnehmen solltest. Ich habe keine Ahnung, wo er haust. Du musst ihn selbst aufspüren. Vermutlich musst du dazu die Überreste seines letzten Opfers suchen. Probiere es mal beim See. Okay. Ich kann mich an die Quest erinnern aus der Beta. Dann gucken wir mal See. Oh, wir dürfen einen Gebietshof. Na, das ist wieder. Erstes. So. Das freut mich jetzt, dass es in alle Himmelsrichtungen ist, ne? Hier, hier und da. Das wird wieder viel gelaufen. Super duper. Wo gehen wir denn zuerst hin da? Level 24. Ist das so eine Quest? Kein bloßer Warnschuss vor den Bug, Teil 1. Reise in folgendes Gebiet, um mit dem Angriff auf das Bollwerk der Piraten zu beginnen. War das so hoch? Ich habe irgendwas mit Level 18 gesehen. Das ist 24. Mal gucken. Da. Hier, Level 24. Oder ist das wieder so eine Quest, die einfach ins Questlog poppt, ploppt? Beginne deinen Überfall, indem du Musketenteile stiehlst und Kanonen sabotierst. Wir sollten schon was machen mit Piraten, aber... Oder doch, dann war das das tatsächlich. Da kriegen wir nur so ein komisches graues Schwert. Eine hochwertige Waffe? Ja, vielleicht wird sie ja noch besser, wenn man sie dann kriegt. Oh, dann machen wir erstmal Süden. Dann machen wir den Bären erstmal. Hm? Würde ich mal sagen. Und wir können hier im Gasthof vielleicht dann mal binden. Man weiß ja nie. Der Bär ist auch ziemlich übel, aber ich bin ja schon so hoch, deswegen denke ich mal... Die Zeiten mögen hart sein, aber hier und da gibt es Gelegenheiten... Was? Wo soll ich hin? Wo soll ich hin? Ich hörte, dass man Kopfgelder auf die Verlorenen in Lichtholz ausgesetzt hat. Mit deinem Talent könntest du dort einiges erreichen. Ich wollte wenn man nicht mehr weiß, wo man vom Level her questen kann, dann kriegt man bei den Gastwirten so einen Tipp. Das gab es auch früher in den SSI-Spielen und so. Da, wenn man zum Gastwirt gegangen ist, oder in Bard's Tale, wenn man zum Gastwirt gegangen ist, dann hat er einem immer gesagt, wo man sich noch Quests abholen kann. Oder Baldur's Gate oder so. Ich weiß gar nicht mehr. In so manchen Spielen hat man dann dadurch Hinweise bekommen, wo man idealerweise denn jetzt wieder weiter questen sollte.